Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Hermann Schäfer. Ich komme direkt von der Firma Docuware. Zum Thema Docuware, zum Thema Cloud. Ich habe heute hier keinen missionarischen Auftrag. Ich werde heute nicht hingehen und sagen, Sie müssen in die Cloud gehen. Ich werde Ihnen nur sagen, was wir Tolles in dieser Cloud alles machen können. Dass dieses ganze Schreckgespenst Cloud und wer guckt denn da so alles mit und natürlich füttern das auch die Medien in den letzten Jahren, dass es mit Sicherheit dort Themenbereiche gibt, die man kritisch hinterfragen muss, aber dass das ganze Thema mittlerweile immer mehr zu einer sehr erfolgreichen Ausdehnung wird, gerade hier auch in Deutschland. Bevor ich jedoch mit dem Thema Cloud anfange, vielleicht ganz kurz zu dem Thema Docuware, wer wir überhaupt sind, was ich den ganzen lieben Tag mache. Wir beschäftigen uns den ganzen Tag darum, dass wir Ihre Dokumente, in der Regel sind das noch ziemlich viele Dokumente, die papierbasiert sind, dass wir die in irgendeiner Art und Weise koordiniert bekommen. Dafür bietet eben die Docuware eine Lösung an, die gleichnamige Lösung Docuware. Das ist eben unsere Software. Diese beiden Herren haben uns 1988 gegründet. Das heißt, wir schauen schon auf eine 28 Jahre alte Tradition zurück. Das bedeutet, dass auch Docuware einer der Pioniere war im Bereich DMS hier in Deutschland. Das geht so weit, dass das mittelständische Unternehmen Docuware, wir sitzen unten in Germering, das ist bei München, und das ist soweit, dass wir mittlerweile über 15.000 Installationen weltweit haben. Wir sind typisch, wie es für den deutschen Mittelstand üblich ist, der ja teilweise sehr international ausgerichtet ist, sind auch wir mit unseren Kunden ins Ausland gegangen. Das hatte dann eben die ganz positiven Effekt, dass Sie Docuware heute in 16 Sprachen abrufen können. Ich hatte mich gerade hier vorne mit dem Kollegen schon unterhalten. Wir waren bei einem Kunden, wo es eben mehrsprachigen größeren Unternehmen, da sind Russen in dem Unternehmen, da sind Amerikaner in dem Unternehmen, da sind Franzosen in dem Unternehmen und Deutsche. Das heißt, wir reden hier schon mal über 3 Sprachen und alle können mit Docuware arbeiten, ohne dass noch irgendwas großartig programmiert werden muss etc. pp. Was wir natürlich auch haben, ist unser Partner Hees. Die Firma Hees ist ein sehr langjähriger Partner von Docuware und zusammen mit der Firma Hees haben wir sehr schöne Projekte schon durchgeführt. Und auf der rechten Seite sehen Sie natürlich auch unsere Zertifizierung. Es gibt dort Zertifizierungen, die sind extrem wichtig, vor allem dann, wenn Sie schauen, wo Docuware hauptsächlich eingesetzt wird oder vielmehr am Anfang eines Unternehmens eingesetzt wird, denn 80% unserer Kunden starten mit Docuware im Rechnungseingangsprozess. Okay? Das heißt jetzt nicht, dass alle Leute, die vielleicht eine DMS-Lösung suchen in einem anderen Bereich, aufstehen können und rausgehen können. Nein, wir können auch andere Bereiche abfrühstücken, um es mal salopp zu sagen. Das heißt Personalwesen, Produktion, Vertrieb etc. Überall da, wo Dokumente anfallen, überall da, wo Dokumente koordiniert werden müssen, wo Informationen koordiniert werden müssen. Und wichtig für Sie ist es, sollten hier Kaufleute unter Ihnen sein, die vielleicht eben sagen, oh, wie sieht denn das alles aus? Der Staat hat ja gewisse Regularien im steuerlichen Bereich. Wie verhält denn sich da Docuware zu? Glauben Sie mir, wie gesagt, 80% unserer Kunden starten mit Docuware im Rechnungseingangsprozess und könnten wir sowohl im Cloud-Bereich, aber Docuware können Sie auch als eine On-Premise-Lösung bekommen, sollten wir dort die Regularien der GOBD nicht nachkommen, dann hätten wir doch ein massives Problem, was den Absatz angeht. Und den haben wir entsprechend nicht. Ja, vielleicht hat auch mal der ein oder andere, wer von Ihnen kann denn mit dem Thema DMS was anfangen? Schon mal gehört? Okay, wer kommt von Ihnen aus der Automobilbranche? Keiner, weil ich hatte das auch schon mal gehabt. Haben alle aufgezeigt, DMS, ja, kenne ich bei der Automobilbranche, heißt das Dealer-Management-System, ist was völlig anderes. Da geht es darum, dass die ihre Fahrzeuge etc. damit machen. Also deren ERP-System. DMS steht für Dokumenten-Management-System oder Enterprise-Content-Management-System. Oder wir haben gar kein Bild mehr. Ich rede einfach, Frank, ein bisschen weiter in der Zeit. Ich glaube, der hat irgendwelche Schwierigkeiten hier mit der Erschütterung. Oder wir haben ein
vielleicht bewege ich mich nicht mehr so viel, dann bleibe ich auch hier brav stehen. Ich glaube, das kommt dem Herrn hinten mit der Kamera eben ein bisschen zugute, dann renne ich nicht so viel. Und hier haben wir einfach mal kurz so aufgelistet, was es alles für Begrifflichkeiten in Deutschland gibt, womit auch, ja, wir hatten eben einen spannenden Vortrag über Marketing, den ganzen Bereich gehört. Also da lassen sich viele Leute vieles Neues einfallen und es steckt in der Regel immer das Gleiche dahinter. Ja, also wir nennen unsere Lösung eine DMS oder Enterprise Content Management Lösung. Und das Ziel dieser Lösung ist, dass egal, was Sie für Dokumente haben und egal, aus welchen Quellen diese Dokumente kommen, dass wir damit eben arbeiten können. Wir haben den Klassiker, dass wir eben die Dokumente haben, die papierbasiert sind, die heute immer noch, ob es jetzt im Rechnungseingangsprozess ist, ob Sie ein Angebot bekommen, ob Sie einen Lieferschein bekommen, ob Sie Zeichnung bekommen, ich weiß nicht, in welcher Branche Sie tätig sind. Das ist auf jeden Fall papierbezogen, da sind Informationen drauf. Und erstaunlich ist es, umso wichtiger die Informationen sind, das ist unsere Erfahrung, umso mehr werden diese Informationen sogar noch vervielfältigt. Also eine Rechnung kommt rein und dann gehe ich erstmal hin und das Original bleibt bei mir, nee, das Original geht zu dem Kostenverursacher und bei mir bleibt eine Kopie und der Kostenverursacher, der dann sein Stempelchen draufsetzt, der kopiert das zur Sicherheit auch nochmal. Also wir fangen irgendwann an zu horten. Das ist, glaube ich, ein menschliches Prinzip. Wir horten, horten, horten. Naja, und das Ziel ist es einfach, und das machen wir vielleicht nicht nur bei einer Rechnung oder bei einer Bestellung, dass wir horten auch mal eben unsere E-Mails. Doch ein Klassiker, oder? Wie viele E-Mails haben Sie bei sich im Posteingang? Darf ich mal fragen? Zu viele. Nächster Punkt ist, die Mail, die bei Ihnen im Posteingang ist, Sie sitzen jetzt hier, hat noch ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin Zugriff auf Ihre E-Mails? Nö. Okay, da ist jetzt eine wichtige E-Mail drin, was machen wir? Da warten wir. Da warten wir, bis der Kollege wieder zurückkommt. Und da warte ich mal und dort warte ich mal und da hinten warte ich mal. Und das ist doch nervig. Das ist doch genau das, was doch in dem Prozess uns doch tagtäglich stört, oder? Wir wollen doch möglichst einen reibungslosen Prozess. Natürlich möchte ich mich mit meinen Kollegen noch unterhalten. Aber vielleicht habe ich auch ein anderes Thema wie, kannst du mir mal eben die Rechnung geben? Oder weißt du noch, was wir da gemacht haben? Das heißt, hier haben wir unterschiedliche Quellen, die wir zum Teil für uns separat horten. Und das Ziel der Dokuware ist eben, dass wir sagen, Mensch Leute, packt das doch alles in einen Container rein. Ja, das Ding heißt dann halt Dokuware. Und natürlich sagt jetzt der ein oder andere, naja, ich habe da E-Mails, das soll gar nicht der andere sehen. Ja, selbstverständlich können wir das auch über eine rechte Struktur aufbauen. Okay, wer darf welches Dokument sehen? Das können wir ganz primitiv aufbauen, dass ich sage, eine Rechnung darf nur Buchhaltung und Kostenstellenverantwortliche sehen. Okay, alle anderen nicht. Ja, oder wie, da gibt es unterschiedliche Lösungswege, wie man das aufbauen kann. Okay, aber hier, wenn hier, Sie sehen, die Präsentation geht in einer Zeit weiter, dass ich nicht zu viel mich an einem Thema aufhalte. Aber hier sehen Sie einfach, wie man den ganzen Bereich erfassen kann. Und das Schöne ist, wenn eben beispielsweise eine E-Mail bei uns ein Kommunikationsmittel, ich bekomme nahezu gar nichts mehr papierbezogen. Ich bin fast nur noch per E-Mail unterwegs und schicke darüber Informationen oder am Handy. Ja, das heißt, das ist für mich enorm wichtig, dass diese Informationen in das System reinkommen. Und wenn einer eine Information haben möchte in dem Unternehmen und der die Berechtigung hat, per Mausklick über Dokuware sich das aufrufen kann. Nur über Dokuware? Ja, natürlich nicht. Dokuware ist keine Lösung, die sich in den Vordergrund drückt und Ihr ERP-System oder sonst was ablösen will. Überhaupt nicht. Ja? Sondern wir gehen hin, wenn Sie heute ein ERP, Sie haben gerade so super mitgemacht, was haben Sie dort im Einsatz? Was haben Sie, Faktura-Programme etc.? Ja, das ist ein branchenspezifisches Warenwirtschaftssystem. So, ein branchenspezifisches System. Und vielleicht gibt es dort User, die sagen, ja, dass es das Dokuware gibt, das ist ja schön, aber das interessiert mich überhaupt nicht. Ich möchte aus meiner Lösung, aus meinem ERP-System möchte ich den Aufruf haben, okay? Und zwar zu dem Datensatz, zu dem Vorgang, den ich dort heute habe. Das heißt also, Dokuware muss nicht unbedingt die erste Geige spielen. So viel erstmal zu dem ganzen Thema Dokuware. Natürlich können wir dann auch Workflow-Prozesse durchführen. Diese Workflow-Prozesse gehen selbstverständlich auch in der Cloud. All das, was Sie hier sehen, ist natürlich auch für die Cloud bestimmt. Ja, ein weiterer Nutzen, den wir ganz extrem mit unserer Dokuware, ist ein webbasiertes Produkt, mit unserem webbasierten Produkt hinbekommen, ist zum Beispiel auch, dass Sie Dokuware nicht nur bei sich auf dem Arbeitsplatz installieren müssen, sondern Sie können Dokuware eben beim Kunden vor Ort einsetzen. Die wichtigen Informationen, die sind noch nicht mal hier auf dem Gerät drauf oder auf einem USB-Stick. Ja, Sie gehen über eine sichere Verbindung ins Netz und rufen sich dort über Ihren Dokuware entsprechend das Dokument auf und zeigen es auf dem Beamer.
Ja, selbst wenn Sie mal dieses Gerät verlieren, das Handy verlieren, es geht keine Information drauf, weil es bleibt in der Cloud, in dem Docker-Bereich drin. Für den Außendienst, für ein Homeoffice. Wir sitzen unten in Germering, das ist bei München. Dort müssen wir uns als Mittelständler, was Personal angeht, gegen Microsoft behaupten, gegen Siemens behaupten, gegen BMW behaupten, gegen Munich Real behaupten. Das sind alles große Konzerne, die ihren Leuten unglaublich viele, neben dem Gehalt, unglaublich viele Annehmlichkeiten noch erfolgen können. Eine unserer Annehmlichkeiten ist, wenn wir junge Kolleginnen und Kollegen haben, dass wir sagen, Mensch, und da ist Nachwuchs unterwegs, arbeitet doch von zu Hause aus. Erspart euch das. Um München morgens herum ist eh eine Katastrophe, mit dem Auto zu fahren. Ja, und dann hat der Kleine noch ein bisschen hohes Fieber, dann kommt er nicht. Schon rufe ich an und sage, oh, ich kann heute Morgen leider nicht. Ja, ist mir doch egal. Sie müssen doch heute Morgen nicht kommen. Bleiben Sie zu Hause, sparen Sie sich die Zeit, kümmern Sie sich um das Kind, dass das Kind gesund wird. Und am Nachmittag oder vielleicht zur späten Nachmittags- oder Abendstunde habe ich vielleicht nochmal 2-3 Stunden Zeit und kann von da aus direkt arbeiten. Das heißt, ich kann meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deutlich mehr Flexibilität anbieten, was heute immer mehr entscheidend wird, wenn es darum geht, welchen Arbeitgeber suche ich mir. Jetzt tauchen wir mal komplett in diese Cloud-Welt ein. Wir gehen jetzt mal hin und schieben alles, was Docuware als On-Premise noch kann oder Cloud. Ich denke, dass das reicht. Auch Sie wissen einige Informationen jetzt zu Docuware an sich und gucken uns hier mal diese Cloud-Welt an. Richtig aktiv damit wurden wir im Jahr 2014 mit einem, ja, das kann man sagen, bescheidenem Erfolg oder mit einem Erfolg von gerade mal so roundabout 60, 65 Kunden. Okay, was ich jetzt erstmal aus dem Stand heraus gar nicht so schlecht finde. Dann kam das Jahr 2015, da waren wir bei 240 Kunden und heute haben wir jedes fünfte Docuware-Produkt, was verkauft wird, jede fünfte Docuware-Lösung. Wir machen 1200, 1300 Neukunden im Jahr. Jede fünfte Lösung ist eine Cloud-Lösung. Sie sehen also, diese Kurve geht gerade rasant hoch. Und warum entscheiden sich Firmen für die Cloud? Was für einen Mehrwert hat die Cloud? Und da kann man eben hier mal draufschauen, dass man sagt, okay, die Docuware Cloud ist halt immer und überall verfügbar. Klar, wenn ich jetzt die HES vom Internet abstelle, jupp, okay, das ist so, als wenn ich Ihren Server in den nächsten Fluss reinwerfe, dann ist er auch kaputt. Ja, also wenn wir natürlich jetzt von irgendwelchen extremen Situationen ausgehen, da ist es immer ein Part. Thema Sicherheit, ja. Wo sind meine Daten, wie werden diese Daten gesetzt? Skalierbarkeit, ja natürlich. Ja, Docuware fängt vielleicht als eine kleine Cloud-Lösung in Ihrem Unternehmen an, was ja völlig nachvollziehbar ist, weil das können Sie momentan überschauen. Aber wer weiß, wo Sie in 5 Jahren vielleicht mit einer Digitalisierung in Ihrem Unternehmen sind. Können Sie das heute schon absehen? Wir können es auch nicht. Wir machen das tagtäglich, der Frank Blasberg und ich machen tagtäglich, kommen wir zu Firmen und unterhalten uns über das Thema DMS. Aber ich kann Ihnen heute nicht sagen, wo Ihr Unternehmen vielleicht in 10 Jahren im Digitalisierungsbereich ist. Das ist ja auch eine Art der Unternehmenskultur, wie weit man dort vorrücken will. Aber das können wir peu à peu aufbauen. Keine Installation mehr. Ich brauche hier auf dem Gerät oder auf meinem Arbeitsplatz brauche ich keine Installation mehr. Okay, das kann ich mir ersparen. Der ITler, der vorbeikommt und sagt, ich muss da mal eben ein Update durchführen, etc. Vergessen Sie es. Ja? Ist blöd, den Kaffee muss ich mir dann, die Zeit geht definitiv drauf für einen Kaffee holen, aber diese 15 Minuten, was Upgrades angeht, alles Thema durch. Kosten. Ja, stellen Sie sich mal vor, dass es ganze Abteilungen gibt, meistens die IT-Abteilung, die sich darum kümmert, dass es neue Server angeschafft werden. Alleine nur die Personalkosten. Das muss alles geplant werden. Wann führen wir die nächsten Updates durch, etc.? In der Cloud? Wir stellen es Ihnen zur Verfügung. Das ist unser Problem, nicht mehr Ihr Problem. Was soll denn ein IT-Mitarbeiter machen? Ein IT-Mitarbeiter soll Sie unterstützen. Der soll Sie doch in dem Moment beraten, wo es sagt, okay, was auf dem Markt gibt es denn für Lösungen, um unser Unternehmen noch effizienter zu machen? Ob es nun in der Verwaltung ist oder ob es nun in der Produktion ist, ist ja erstmal egal. Ja? Aber das ist doch der Mehrwert. Der oder die wissen, was es dort auf dem Softwarebereich alles für Neuheiten gibt. Okay? Die Kosten, die Sie alleine ausgeben für ihre Hardware. Ja, wir haben Firmen auch im Mittelstand. Ich werde jetzt hier keinen fragen, wie viel Geld Sie für ihre Hardware ausgeben. Ja? Aber in einem turnusmäßigen Rhythmus wird ein Server aktualisiert. Ja, warum wollen Sie das machen?
Spätestens wenn Sie ihn kaufen für 5, für 10, für 50.000 Euro, sobald Sie ihn kaufen und reinsetzen, geht der Preis schon, ist das Ding eh nichts mehr wert. Warum wollen Sie diese Kosten nehmen? Okay, und das ist der entscheidende Mehrwert, warum sich Firmen für die Cloud entscheiden. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, wo ich von vornherein gesagt habe, ich bin kein Missionar, aber natürlich haben wir uns auch darüber überlegt, wie machen wir denn das ganze Ding sicher? Und was müssen wir denn alles sichern? Okay? Und da gibt es immer zwei Betrachtungsweisen. Da gibt es einmal den Hosting-Partner, also das sind die, die das Rechenzentrum zur Verfügung stellen. Bei uns ist das Microsoft Azure. Die sitzen in Dublin und in Amsterdam. Vielleicht sitzen sie in Zukunft auch in Deutschland. Ja, überhaupt kein Thema, müssen wir mal gucken. Und da kommen viele Bereiche zusammen, zum Beispiel dieses 24/7, also permanente Verfügbarkeit. Dadurch, dass wir schon mal zwei Standorte haben, ich wurde letztens in einem Meeting gefragt, ja, und was ist, wenn beide Standorte nicht mehr aufrufbar sind? Glauben Sie mir, dann haben wir ein anderes Problem. Wenn Dublin und Amsterdam morgen nicht mehr aufrufbar sind, dann machen wir uns über Datensicherheit, auch in der Bundesrepublik Deutschland, überhaupt keine Gedanken mehr. Nämlich dann haben wir irgendein größeres Problem. Okay? Deswegen ist es dort alleine das, wenn Sie sich das mal überlegen, was kann Ihre IT, auch wenn Sie enorm viel Geld in Ihre IT investieren, das heißt ja nicht, dass Ihre IT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schlecht sind, ganz im Gegenteil, das sind Profis. Aber denen können Sie Geld und Geld geben, die spielen einfach diese Hosting-Partner in einem ganz anderen Konzert. Die haben ein viel größeres Budget, sich in dem Bereich abzusichern, dass sie sich eben den Luxus erlauben zu sagen, wir nehmen mehrere Standorte, wo wir Ihr Docuware aufbauen. Und wissen Sie was? An jedem Standort ist Ihr Docuware mindestens dreimal abgesichert. Dreimal. Die meisten Mittelständler, wo der Blasberg und ich sind, gibt es auch Mittelständler, die sagen, wir führen regelmäßig Backup-Sicherungen durch. Und dann gucken wir in dem Serverraum, wo die Backup-Sicherungen sind. Direkt neben dem Server. Vergessen Sie diese Backup-Sicherung. Warum denn? Es ist nur für die Moral. Es ist nur innerlich dieses Mäntelchen drüber. Wir tun alles, das wird schon richtig sein. Ja? Das hat nichts mit Backup-Sicherung zu tun. Okay? Datenschutz. Ja, natürlich ist Datenschutz ein Thema bei uns, gerade hier in Deutschland. Aber wir haben dort mit Profis zusammengearbeitet, wo wir sagten, was müssen wir denn machen, um dem deutschen Datenschutz und vor allem dem europäischen Datenschutz Folge zu leisten. Das Schöne ist, wenn Sie den deutschen Datenschutz Folge leisten, sind Sie in der Regel auch im europäischen Datenschutz gleich. Weil es gibt kein Land auf dieser Welt, wo Datenschutz so hochgeschrieben wird wie in der Bundesrepublik. Und das ist auch ein wichtiges Gut. Ihre persönlichen Daten zu schützen, ist ein wichtiges Gut. Deswegen guckt auch mal Brüssel öfters rüber nach Deutschland und sagt, wie habt ihr denn das Problem gelöst? Bin heute Morgen hier hingefahren, es gibt eine Verfilmung über Edward Snowden. Und dort gab es ein Interview mit einem Herrn, der da seinen Kommentar zu abgegeben hat. Und er sagte, was mittlerweile andere Länder neben Deutschland verstehen, ist, dass Deutschland vielleicht ein extremes Datenschutzsystem hat, aber dass man in manchen Ländern zu stiefmütterlich umgegangen ist. Und dass es eine Art Wild-West-Manier war. Und erst durch gewisse Knaller, wie zum Beispiel Edward Snowden, durch das Publikwerden, was alles Geheimdienste machen, erst ein Denken in den Köpfen anfing, auch bei einzelnen Regierungen, wo man sagt, okay, wir, so ganz offen wie ein Scheunentor können wir es nicht mehr lassen. Wir müssen da was machen. Also da ist ein Veränderungsprozess drin. Okay, Kommunikation, natürlich, die Kommunikation zwischen dem Client und dem Server beziehungsweise dem Rechenzentrum erfolgt natürlich verschlüsselt. Okay, auch das ist nicht mal eben wie in einem schlechten Hollywood-Streifen, wo sich da einer mal mit dem Laptop in der U-Bahn reinsitzt und zwei Minuten später oder zwei Sekunden später holt er Ihre Rechnung hervor. Und da bin ich eigentlich beim idealen Thema. Jetzt nehmen wir mal an, Sie würden eine Rechnung in die Cloud setzen und diese Rechnung würde ein Dritter sehen. Und was wird passieren? Also überlegen Sie sich auch, was Sie für Dokumente dort reinsetzen. Es wird oft ein Schreckgespenst aufgebaut. Wenn diese, ja, was denn? Natürlich, wenn Sie gerade für, ich habe jetzt, wollte gerade einen Volkswagen, den habe ich jetzt, also wenn Sie gerade für einen Hersteller etwas machen, was vielleicht ein Dritter nicht mitbekommen sollte, ja. Aber trotzdem, die Cloud verschlüsselt es. Es ist nicht wie in einem schlechten Hollywood-Streifen, wo Sie hingehen und sagen, da kann mal eben einer reingehen und mal eben das nachschauen. Okay? Und denken Sie daran, wie hoch ist das Interesse derjenigen, überhaupt sich Ihre Unterlagen anzuschauen. Das muss man auch mal ganz klar sehen. Datenspeicherung, klar, überhaupt kein Thema. Hier ist pro Region eine Datenspeicherung und natürlich eine komplette Verschlüsselung.
Zertifizierung, auch das ist immer mehr das Thema, was wir in der Cloud, und auch das berücksichtigen wir auch in der Cloud, und auch unsere Cloud-Lösung ist GOBD-konform. Das Schöne ist doch, dass die Bundesrepublik Deutschland über die GOBD hingegangen ist und Möglichkeiten geschaffen hat, wie wir auch im kaufmännischen, gerade im kaufmännischen Bereich, also gegenüber den Finanzämtern uns so aufstellen können, dass wir alles digitalisieren können, ohne dass uns der Finanzbeamte sagt, nö, ich will aber das Blatt Papier haben. Okay? Ich will also die Papierrechnung haben. Ja? Auch dort die GOBD und der Herr Blasberg, die Firma Hees, auch wir können Ihnen gerne dort weitere Informationen zukommen lassen. Generell zu diesen ganzen Bereichen ist natürlich, das ist natürlich jetzt nur angekratzt, ja, was wir alles so machen. Dahinter haben wir komplette White Papers drin, wo wir es auch komplett nochmal detailliert beschreiben, was wir dort für Sicherheiten für Sie aufbauen. Ja, aber Sie können auch heute, und wie gesagt, jeder fünfte Kunde bei Docuware tut es mittlerweile davon, jeder fünfte davon sind 80%, die mit Docuware im Rechnungseingangsprozess starten, können eben GOBD-konform ihre Prozesse durchführen. Und das finde ich schon mittlerweile sehr beachtenswert. Und Sie sehen, dass wir dort auf dem richtigen Weg sind. Ich würde jetzt ganz gerne das so machen, dass wir als nächstes, ganz kurz mal in diese Software reinschauen, wie überhaupt dieses Docuware ausschaut. Es wird vielleicht den einen oder anderen hier geben, der Docuware schon kennt, weil Docuware im Einsatz hat. Okay, da vorne wird schon, Sie sind heute meine Aktiv-Zuhörer. Ja, die Frage ist jetzt in dem Zusammenhang, wir sind jetzt hier, der Kollege und ich, wir müssen das nächste Update fahren, ob wir das überhaupt noch fahren sollen. Oder? Machen wir gleich. Auch da gibt es natürlich Lösungen, weil das kommt natürlich auch immer mehr die Ideen kommen mehr, dass Firmen sagen, ja, wir haben Docuware vor 3, 4, 5, 6, 10 Jahren gekauft, ja, und möchten jetzt ganz gerne aber in den Cloud-Bereich wechseln. Wie macht man das? Geht das überhaupt? Etc. Aber da lassen Sie uns, sehen Sie es mir nach, das würde ich einfach hinten dran setzen. Ich bleibe hier in dem Raum einfach stehen und wenn der Raum gleich weiter benutzt wird, dann gehen wir eben, hier ist ja genug Platz, da werden wir uns dann nur drüber unterhalten können. Ja, okay. Ich würde es auch so, für Fragen natürlich lasse ich auch Raum, deswegen geben Sie mir schnell die Möglichkeit, einmal hier das Docuware zu zeigen. Das ist so, dass wir uns überlegt haben, wie präsentiert man überhaupt eine Software. Also wir IT-Leute neigen dazu, alles sehr theoretisch aufzubauen und dann sagt unser Marketing, Mensch, wir gründen ein Unternehmen, also fiktiv. Dieses Unternehmen heißt Peters Engineering und stellt Achterbahnen her. Und was Sie hier im Hintergrund sehen, ist der Docuware Webclient. So sieht es eben aus, wenn Sie einfach stumpf auf die Cloud, auf Docuware zugreifen oder eben auch als On-Premise-Lösung zugreifen. So sieht der Client aus. Was haben wir oben links? Oben links, blau markiert, steht Briefkorb. Das sind diese kleinen Plastikkörbchen, die Sie vielleicht bei sich auf dem Schreibtisch haben. Der eine hat nur einen, der andere hat mehrere. Okay? Das ist dem Docuware völlig wurscht. Wenn Sie mehrere haben, bekommen Sie mehrere Briefkörbe. Was kann ich in diesem Briefkorb machen? Da kann ich Vorarchivierung durchführen. Da lege ich schon mal was rein, was ich vielleicht später verschlagworten möchte, etc. pp. Dann habe ich die Möglichkeit, im Docuware selbstverständlich nach Dokumenten zu suchen. Das wird hier auch oben dick eingetragen. Sie sehen auch, es gibt noch mal so eine symbolische Unterstützung, so eine Lupe, was einfach die Leute unterstützen soll und möglichst das einfach aufbauen soll. Dieser User, wenn ich jetzt hier mal draufklicke, hat die Möglichkeit, hier über zwei Archive zu suchen. Das eine Archiv heißt Dokumentenpool und dort hat er schon zwei unterschiedliche Suchen, da komme ich nachher noch mal drauf zu. Und dann hat er noch das Archiv HR, Personal, wie immer Sie das Ding nennen wollen. Also wie Sie Ihre Archive nennen, wir können es Hees Hauptarchiv nennen, Hees Rechnungswesenarchiv oder Dokumentenpool nennen, das ist völlig wurscht, das entscheiden Sie. Grundsätzlich entscheiden Sie auch, wie Docuware in Zukunft suchen soll, wie Docuware ein Dokument ablegen soll und wie Docuware ein Dokument vielleicht in Ihrem Unternehmen, wenn es das heute gibt, den Prozess meine ich, diesen Prozess, wie das eben in Ihrem Unternehmen laufen soll. Okay, all dort gehen wir eben hin und sagen, okay, Sie sagen uns, wie das funktionieren muss, wie Ihre Prozesse laufen und wir kommen nicht zu Ihnen und sagen, ab morgen haben Sie Docuware im Einsatz und ja, jetzt müssen Sie leider so und so ein Dokument ablegen oder so. Okay, dann gucken wir uns doch mal so eine Suchmaske an.
Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sehen Sie, das ist einfach mal eine standardisierte Suchmaske. Was da vorne, das sind mehrere Indexfelder, die Sie sehen, beginnt oben mit dem Indexfeld Firma. Ob Sie jetzt dort vorne Firma stehen haben oder Kreditor-Debitor oder irgendeinen anderen Begriff, das ist völlig wurscht. Auch das wird so aufgebaut, wie Sie es gerne hätten. Okay? Das Schöne ist, dass immer wieder hinter jedem Indexfeld sogenannte Auswahllisten zur Verfügung stehen. Und diese Auswahllisten ermöglichen es mir eben, dass ich dort keinen Wildwuchs zum Beispiel bei den Firmennamen habe. Woher bekomme ich meine Firmennamen? Wo stehen Ihre Firmennamen immer sauber korrekt drin? Sollten immer sauber korrekt drin stehen, korrigiere. Also beispielsweise aus irgendeiner Datenquelle wie im ERP-System. Okay? Da sind Kreditoren, Debitoren gepflegt und Docuware greift dort zu und holt sich eben die Kreditoren, Debitoren entsprechend ab und stellt sie dann hier in dieser Auswahlmaske zur Verfügung. Okay? Das heißt, kommt ein neuer Kreditor in Ihr Haus, müssen Sie nicht erst Docuware noch pflegen und dann Ihr ERP-System oder andersrum, das ist wurscht, die Systeme decken das und machen das untereinander. Okay, wenn ich natürlich jetzt hingehe und hier gewisse Buchstaben eintippe, dann sehen Sie schon, dann reduziert Docuware diese Auswahlliste so weit eben, bis Sie den entsprechenden Treffer haben. Okay, dann kann ich jetzt hier mir mal die Dokumente anzeigen lassen. Da sehen Sie, ich bekomme jetzt hier eine Auswahlliste und dann wird mir hier unten auch entsprechend das Dokument auf der rechten Seite in dem Docuware Viewer angezeigt. Hier wird angegeben, was das für ein Format ist. Docuware können Sie nahezu alle Formate geben. Ich könnte jetzt vertrieblich sagen, Sie können Docuware alle Formate geben. Nein, ich sage nahezu, vielleicht hat irgendeiner ein Exotenformat. Dann ist es aber immer noch möglich, dass Sie dieses Format oder dieses Dokument an den Herrn Blasberg schicken. Der kann es zum Beispiel, wie ich es hier mache, in die VMware reinsetzen und einfach testen, ob Docuware es anzeigen kann. Okay? Aber nahezu alle Formate, unter anderem auch Zeichnungen. Ja, können Sie in Docuware ablegen und auch Docuware AutoCAD-Zeichnungen, dass sie eben hier entsprechend wieder angezeigt werden. Ja, hier wird noch die Größe angegeben, das Datum angegeben. Hier oben habe ich noch eine Menüleiste. Genau, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Funktionen haben will, dann füge ich hier noch weitere Reiter dazu. Das kann sich aber auch jeder User einstellen, wie er es denn gerne hätte. Das ist ein unter anderem entscheidender Vorteil bei Docuware, wie Sie sich Ihr Docuware optisch aufbauen. Da hat jeder User seine eigene Entscheidungsfreiheit. Okay? Ist ja so wie Ihr Schreibtisch. Der eine hat den Papierkorb auf der rechten Seite, der andere hat den auf der linken Seite. Das Telefon auch links und der nächste wieder rechts. Ja, das ist halt, da gehe ich ja auch nicht hin und sage, jeder Schreibtisch muss jetzt so aussehen. Okay? So, und natürlich kann ich auf das Dokument Anmerkungen bringen. Ja, ich könnte jetzt hier etwas draufschreiben. Das ist nichts anderes, als wenn Sie einen Kugelschreiber nehmen und etwas draufschreiben. Die große Quiz, die große Joker-Frage, habe ich jetzt das Dokument verändert? Nein. Danke. So, man hat das Dokument nicht verändert. Übrigens, Sie machen es auch heute immer wieder eine beliebte Frage von unseren Interessenten, die dann sagen, ja, Moment mal, gerade wenn es um Rechnung geht, dann wurde jetzt das Dokument verändert. Nee, dann wäre Ihr heutiges System schon nicht mehr konform, also nicht mehr rechtskonform, denn heute gehen Sie auch hin und hauen Eingangsstempel auf das Dokument etc. All das können wir eben mit dem Docuware auch machen. Das Schöne ist, wenn ich dann den ganzen Kram auch mal exportieren möchte, zum Beispiel per Mail, dann sagt das System mir, na, lieber User, soll ich das als PDF verschicken und zwar mit oder ohne Anmerkung. Okay, also Sie entscheiden, ob das, diese ganzen Eingangsstempel oder was immer für Informationen da drauf geschrieben wird, ob die rausgehen. Auch wieder ein entscheidender Vorteil gegenüber dem Papiersystem. Wie machen Sie es heute, wenn Sie ein Papierdokument haben, was zurückgehen soll, aber die Informationen da drauf nicht, dann fängt man an, irgendwie so Blättchen da drauf zu setzen. Klar, umso weiter oben man in dem Unternehmen ist, meistens die Geschäftsführung, die hat weniger das Problem, weil das führen andere Leute durch, aber das ist einfach für die Mitarbeiter. Warum? Ja, genau. So, wie kann ich jetzt in einem solchen System wie Docuware ein Dokument ablegen? Ich muss ein bisschen auf die Uhrzeit achten. Ich verkleinere jetzt mal das Docuware ein wenig. Sie sehen hier, ich habe jetzt hier ein Word-Dokument. Das kann natürlich irgendein anderes Dokument sein. Und ich nehme einfach mal das Word-Dokument und lege das hier per Drag-and-Drop hier in den Briefkorb rein. Das ist unter anderem eine Möglichkeit, das Dokument abzulegen. Jetzt klicke ich da drauf. Er fragt mich, ob ich hier dieses Dokument mit der Änderung wirklich dann auch speichern will. Das sage ich mal ja. Und jetzt legen wir das Dokument ab. So, da kommt so eine Ablagemaske.
Und jetzt die große Quizfrage. Sie habe ich heute schon öfters drangenommen. Es kommt heute jeder dran. Nein, Quatsch. Aber Sie schauen so nett. Sagen Sie mir noch mal, wie würden Sie da jetzt den Firmennamen dazugeben? Wie würden Sie das jetzt verschlagworten? Ja, kopieren, einfügen. Noch eine Lösung? Super. Damit nehmen Sie mir ein bisschen schon was weg. Also, ich gehe nochmal zurück. Ich kann kopieren, eintragen. Ich kann natürlich anfangen, hier per Tastatur etwas einticken. Ich kann natürlich hingehen, meine Auswahllisten verwenden. Ja. Oder aber, und das finde ich meistens für uns Männer super interessant, weil es heißt ja, dass wir nicht multitaskingfähig sind. Und ich werde jetzt mit Ihnen reden und gleichzeitig eine zweite Aufgabe machen, nämlich hier hingehen und das Dokument komplett sauber so verschlagworten, dass auch andere Kolleginnen und Kollegen das wiedersehen. Ja, manchmal stockt es dann doch die Sprache. So, und Sie sehen, während ich mich mit Ihnen unterhalte, habe ich fehlerfrei dieses Dokument indexiert. Gehe jetzt auf Ablegen, das Ding ist weg. Okay? Und jetzt könnten in dem Hintergrund die Prozesse starten, die dort gestartet werden müssen. Was haben wir hier? Wir haben jetzt hier ein Angebot über eine Achterbahn. Wollen wir mal eben schauen, wie groß so ein Dokument ist. Ich glaube, da stehen irgendwo dann mal geschmeidige 12 oder 12,8 Millionen Euro stehen da auf dem. Ja, 12,8 Millionen Euro, das ist jetzt ein Angebot. Das würde bei Docuware nie der Fall sein. Also solche habe ich noch nicht geschafft. Aber es gibt bei Docuware eine gewisse Größenordnung, wo wir im Vertrieb, wenn wir so ein Dokument erstellen, Angebot erstellen, jetzt ablegen, dass sofort der Vertriebsleiter eine Information bekommt. Und erst wenn er sagt, aha, ist richtig, weil das sind jetzt, ich sage jetzt mal ab 10.000 Euro, dann schicke ich das Dokument raus. Okay? Also auch dort können wir so gewisse Prüfprozesse machen. Das heißt, Docuware würde jetzt sofort vielleicht hier die Summe sehen und sagen, aha, okay, 12,8 Millionen Euro und das direkt zu dem Herrn Ertel schicken. Das ist mein Vertriebsleiter. Okay? Und erst wenn der Ja sagt, kann ich das rausschicken. Genau, das ist eine Variante, wie ich ablegen kann. Eine andere Variante, und ich kann heute auch zeitlich bedingt nicht alle Varianten durchgehen. Eine andere Variante ist, ich trage hier mal Folgendes ein. Ich mache hier mal Hees Bürowelt. Und hier trage ich mal ein den Frank. Ja, genau so nicht. Einmal den Frank Blasberg. So, was jeder doch von Ihnen kennt, ist klassische Microsoft-Funktion, drucken. Ich glaube, brauche ich nicht großartig erklären, kennt jeder. Ich nehme den Docuware Printer und drucke den ganzen Krusch aus. Das heißt, jetzt springt hier irgendeine Kyocera, Ricoh, Konica Minolta-Gerät, sonst was an, wo das Dokument ausgedruckt wird. Gleichzeitig wird der Druckstrom aber auch komplett in das Docuware geschossen. Und zwar komplett verschlagwortet. Okay? Wollen wir uns mal anschauen? Wir gehen mal hier in das Docuware zurück, gehen mal hier in die Suche, machen eine Suchänderung und gehen hin und sagen, was haben wir gerade eingetragen? Welches, wie hieß das Unternehmen? Hees hieß es. Ah, schauen Sie mal. Und auf einmal ist schon Hees drin. Okay, dieser Hees, den gab es vorher noch nicht in meiner Liste. Jetzt gucken wir mal, was er dort mir für ein Ergebnis hat. Bups, da hat er nur noch ein Dokument und da ist es auch schon. Ja, es ist komplett verschlagwortet. Sie sehen, der Firmenname steht da, der Kontakt steht dort. Es ist alles drin. Das heißt, Ihre Dokumente, die Sie erstellen, wie hier bei Peters Engineering, die sind ja in der Regel immer gleich aufgebaut. Ja, dann nutzen Sie das. In Zukunft gehen Ihre Leute hin und es ist mir wurscht, wie dieses ERP-System heißt. So ein Druckjob kriegt jedes ERP-System hin. Dann wird es gedruckt, es geht ins Docuware rein. Alle Kommunikation, die von Ihnen ausgeht, wird direkt verschlagwortet. Gleichzeitig hat das Docuware hier unten, dem einen oder anderen ist es aufgefallen, dem Outlook Bescheid gegeben, sagt Outlook, mach dich startklar, ja, weil Peters Engineering Dokumente hat, die sollen gar nicht mehr per Post verschickt werden. Warum wollen wir die Post noch subventionieren? Die ziehen eh jedes Jahr die Post, die Porto-Geschichten hoch. Ich habe das Gefühl, umso mehr wir im DMS-Markt reinrennen, schießen die mit den Preisen hoch. Vielleicht ist es eine Zwangsmaßnahme, ich weiß es nicht. Ja, aber schauen Sie mal her, was habe ich denn hier gemacht? Das System ist sofort hingegangen, hat gesagt, das ist der Thomas Ryan. Das PDF hat es da reingesetzt. Ich habe sogar noch da kann ich noch, Sie sehen, es ist angedeutet, einen Standardtext hinterlegen. Das heißt, sobald Docuware rafft, das ist ein Angebot, was hier gedruckt wird,
Weiß Docker, Outlook öffnen, Standardtext reinsetzen und gib ihm. Okay? Und jetzt geht das Docker sogar hin und sagt, lieber User, guck mal, willst du nur senden oder soll ich auch senden und ablegen? Ja, was schon der Name sagt. Dann kann ich die Mail sogar auch nochmal ins Docker, auch unter dem Prozess ablegen. Und somit baue ich mir irgendwann sauber einen Ordner auf. Okay? Total spielend leicht. Weil, Entschuldigung, die ganzen Knöpfe, die Sie hier sehen, oder Icons, wie wir sie nennen, kennen Sie eh schon. Ja? Okay, zum guten Schluss führen wir mal einen Userwechsel durch. Wir gehen mal zu der Frau Jenkins. Die Frau Jenkins, das ist unsere Kollegin in der Buchhaltung. Und die Dame in der Buchhaltung hat ein gleiches Dokument. Sie sehen, interessant ist, oh, Frau Jenkins kann nur aufs Dokumentenpool draufschauen. Die hat also die Berechtigung fürs Personalarchiv, hat sie gar nicht. Okay, da können wir zum Beispiel auch anfangen, schon rechte Strukturen aufzubauen. So, und jetzt geht die Frau Jenkins hin und sagt, oh Mensch, ich möchte gerne Rechnung einscannen. Okay, Teil der Rechnung bekommt sie schon per Mail, ein Teil bekommt sie leider immer noch in Briefform. Wer von Ihnen bekommt alles Rechnungen per Mail, Eingangsrechnung? Das kann nicht nur einer sein. Da weiß man noch nicht so ganz. Zum Teil. Ich sage nicht alle, zum Teil, Sie auch? Zum Teil? Ja, da so ein bisschen. Also, das ist auch unsere Erfahrung, dass es schon ganz gerne genutzt wird, weil es ja einfach. Die Frage ist bloß, was machen Sie dann? Sie bekommen eine Rechnung per Mail. Da gibt es eindeutige Regularien von der GOBD, was Sie damit zu machen haben. Auch da können wir Ihnen nachher nochmal helfen und vielleicht über das ein oder andere Thema sprechen. So, was hat er hier gemacht? Der hat jetzt hier gar nichts gemacht. Okay, so, wir scannen jetzt hier einmal ein paar Rechnungen rein. Das sind also die Rechnungen, die noch per Post kommen. Da werden Sie jetzt gleich sehen, dass die hier in den Briefkorb reinkommen, weil der Briefkorb fängt nämlich an und er kann auch noch eine Zusatzfunktion. Und zwar kann er die Kopf- und die Fußzeilen einer Rechnung auslesen. Sie sehen, dass ich schon ein paar Rechnungen, bevor sie gekommen sind, hier eingescannt habe. Und diese Rechnungen wurden hier bereits schon ausgelesen, indem auch Docker das markiert. Da ist hier oben so ein kleines Fähnchen dran. Einmal hier in Rot und einmal in Grün und einmal in Rot. Jetzt sehen Sie, kommt der neue Druckjob rein und Docker hat schon ausgelesen. Ja, alles, was grün ist, naja, grün ist relativ eine positive Farbe. Das heißt, wir haben schon gut ausgelesen. Also die Informationen, die ich auslesen muss, habe ich. Und was rot ist, da habe ich, glaube ich, nicht alles richtig ausgelesen. Zum Beispiel, Sie bekommen eine Rechnung zum ersten Mal. Ja, auch Docker muss, dieser Job heißt Intelligent Indexing, dieser Job muss natürlich antrainiert werden, wie bei jeder anderen Software auch. Okay? In der Regel brauchen Sie drei Durchgänge. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wenn Docker die Rechnung eben kennt und alles auf grün stellt, dann sehen Sie hier, dass Docker auch hingeht und sagt, okay, ich habe das aus diesem Feld rausgelesen. Ja? Wie viele Indexfelder Sie jetzt hier stehen haben, ist natürlich Ihnen überlassen. Sie können jetzt hier hingehen und sagen, naja, ich will ja nicht nur den Bruttobetrag haben, ich will den Mehrwertsteuerbetrag im separaten Feld haben und ich will den Nettobetrag im separaten Feld haben. Warum? Ja, weil hervorragend mein Faktura-Programm, sobald es diese Information hat, daraus eine Buchung generieren kann. Gut, ich muss vielleicht dann noch ein Gegenkonto aufmachen, weil mal Stahlwerk München gegen das Konto läuft und mal gegen das Konto läuft. Okay, aber was soll's? Müssen Sie noch irgendwas in Ihr Faktura-Programm eintippen? Nichts, vergessen Sie es, brauchen Sie nicht mehr. Ja, das Ding hat es doch schon getan. Okay, und jetzt schauen wir uns das mal an, wie Docker reagiert, wenn eine Rechnung neu ist. Dann sagt Docker erstmal markiert es Docker und sagt, hier rot markiert. So, und jetzt sehen Sie mal her, er hat Roadrunner Logistik, hat er ausgelesen. Er hat auch hier den Dokumentennummer ausgelesen. Eine Bestellnummer hat er jetzt nicht ausgelesen. Gibt es hier auch nicht. Okay, dann kann er auch keine Bestellnummer auslesen. Ja? Datum passt, 9,50 Euro hat er jetzt hier ausgelesen und das ist de facto falsch. Jetzt sehen Sie, ich gehe mit der Maus hier drüber, korrigiere das. Er nimmt die 479 Euro und 45 Cent und das war's. Das heißt, Docker fängt jetzt an zu lernen, der bekommt nochmal eine Rechnung von Roadrunner Logistik und sagt, okay, da unten finde ich den Betrag. Okay? Das heißt, wie gesagt, wir brauchen in der Regel 2 bis 3 Durchgänge, dann haben wir das. Ja, wenn einer ankommt und sagt, wie ist denn das, wenn Docker
Ich sage immer, wie ist denn das oder welche Qualität brauchen wir? Ja, natürlich brauchen wir, ich sage immer, der friesische Nationalfahne ist wenig hilfreich. Also weißer Adler auf weißem Grund wird schwer für unser System. Was auch schwer wird, wenn so schöne dicke Balken links und rechts sind. Was wir bei Rechnung weniger den Fall haben, aber durchaus bei Lieferscheinen. Beim Intelligent Indexing, dem ist das wurscht. Da sind Sie nicht gedrillt drauf, Sie müssen darüber Rechnung laufen lassen. Da können Sie auch Lieferscheine laufen lassen, irgendwelche anderen Dokumententypen. Also der ist dokumentenartmäßig sehr völlig frei. Okay? So, aber was haben wir jetzt hier? Ich habe mal extra den Klassiker rausgesucht. Da sehen Sie, da sind hier unten so ein paar Reihen, sind dort einfach verrutscht. Ja? Jetzt gehen wir mal hier in den Ordernummer rein. Bestellnummer ist das hier. So, und ich mache jetzt einfach mal einen Test. Ich klicke hier drauf, dann wird er aber trotzdem noch netto auslesen können. Also das ist eine Graulinie. Mal wird es erkennen, mal nicht. Aber das ist zum Beispiel das kann irgendwann kritisch werden. Wenn dieser dicke, schöne, schwarze Balken da drauf immer dicker wird, dann wird es natürlich für eine Software schwierig. Ich könnte jetzt noch ganz, ganz viel zeigen und auch noch ganz, ganz viel reden. Das macht aber keinen Sinn. Meine Zeit ist auch vorbei. Wo gibt es noch Fragen? Bitte. Ja, hervorragend. Also wir sind dort nicht, hatte ich ganz vergessen, wir sind dort nicht auf Apple oder irgendeine Marke fixiert. Ich habe jetzt hier eine Apple-Lösung im Einsatz, das heißt, oder ein Apple-Produkt im Einsatz. Das heißt, Docuware hat auch für Android und etc. eine sogenannte Docuware-App. Über diese Docuware-App kann ich genau das laufen lassen, was ich hier auch in dem Docuware laufen lassen habe. Natürlich brauche ich dort eine Verbindung. Der Herr Leipold hat mir gesagt, Verbindungen hier mit dem Handy in dem Haus sind ein bisschen schwierig. Also man müsste vielleicht... So, jetzt lesen Sie mal oben vor. Was sehen Sie dort? Meine Aufgaben 0. So, meine Aufgaben. Da stehen Aufgaben. Das ist die Frau Jenkins. Das ist nicht mein... Also da kann jetzt nicht zwei nicht stehen. Was ist als nächstes? Was steht hier? Suchen. Suchen, ja. Hier haben wir Dokumentenpool stehen. Mit einer Lupe dran. Das heißt, wir bilden hier 1:1 den Client ab. Sie können darüber alles machen. Ich persönlich mache darüber mit Sicherheit keine Rechnungsfreigabe, aber selbst dafür haben wir eine Lösung. Ich könnte auch hierüber einen Stempel draufsetzen und sagen, weiterleiten oder genehmigt. Bloß wir Herren haben in der Regel etwas dickere Finger und deswegen sagt Docuware, soll ich den Stempel nicht automatisch setzen. Also da kriegen wir so eine Userhilfe. Man kann also entscheiden, ob man zwar manuell oder automatisch macht. Ergo, darüber können Sie es komplett laufen lassen. Ich arbeite ganz gerne damit. Ist jedem User selber überlassen. Weitere Fragen? Bitte. Ich bin jetzt aus dem Handwerk, nicht so aus dem Automotive-Bereich. Ja. Wir arbeiten dann mit eigenen Bauhandwerkssoftware, Produkten zusammen und auch mit der Firma Datev als in Anführung mit kaufmännischen Software. Ja, auch dazu haben wir Lösungen. Ja, damit können wir auch. Also Datev ist ein, sagen wir es mal so, ein System, was gerne in sich geschlossen ist. Das macht aber nichts. Also auch dort haben wir mittlerweile Möglichkeiten, auch hier bei der Firma Hees Kunden, die Datev im Einsatz haben, Docuware im Einsatz haben, wo wir dem Datev die Informationen geben können, die das Datev braucht, um zum Beispiel einen Buchungsvorschlag zu machen. Oder auch wenn in Datev etwas Neues angelegt wird, wie ein Kreditor oder ein Debitor, dass Docuware diese Informationen erfährt. Das geht ein bisschen anders wie bei den anderen Softwaren. Das ist wie eine CSV-Datei, wie wir das generieren können. Aber das können wir machen. Überhaupt kein Thema. Sollten wir uns nachher unterhalten. Mich würde interessieren, was Sie noch für Handwerkssoftwaren drin haben. Und vor allem, sind das ältere Kandidaten? Sind das jüngere Kandidaten? Von der Software her. Es gibt ja Softwaren teilweise, die in die Jahre gekommen sind. Das ist eine. Kann man so sagen, die wird halt immer nur weiterentwickelt. Okay, dann würde ich Folgendes machen, dann wäre es für uns interessant. Docuware hat von Haus aus eine Universalschnittstelle. Wir nennen das Smart Connect. Und mit diesem Smart Connect, das ist ein ziemlicher Renner bei uns, darüber können wir unterschiedliche Fremdsoftwaren andocken. Vor allem ist das dann interessant, wenn der Softwarehersteller vielleicht gar nicht mit Docuware großartig zusammenarbeiten will. Weil kann nicht oder weil er fokussiert einen anderen Weg. Aber lassen Sie uns darüber gleich unterhalten, da haben wir was. Gut, wenn keine Fragen mehr da sind, ganz lieben Dank. Und ich stehe Ihnen heute den ganzen Tag noch zur Verfügung
und würde mich über das ein oder andere Gespräch freuen. Danke.